Vielen Dank. Nächster Redner ist Staatsminister Beuth. Oh, Entschuldigung, ich habe ja noch eine. Kollege Schaus, Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt kaum ein Thema, das öfters hier im Landtag diskutiert wird, wie das Thema Polizei und Sicherheitspolitik. Hier gibt es also berechtigterweise viel Diskussionsbedarf, aber aus unserer Sicht noch viel mehr Veränderungsbedarf. Alle Probleme, über die wir hier sprechen, waren vermeidbar, sogar ganz einfach vermeidbar. Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, Sie hätten nur einmal den diversen Anhörungen die warnenden Hinweise der Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten der Polizei ernst nehmen müssen. Frau Faeser hat ja beeindruckende Zahlen hier und Daten vorgetragen dazu. Sie hätten im Übrigen auch einmal aus den Anträgen der Opposition heraus zustimmen können. Stattdessen wurde die von der schwarz-gelben Landesregierung vorgenommene Sparpolitik, da stimme ich ausdrücklich Herrn Frömmrich zu, von der schwarz-gelben Landesregierung vorgenommene Sparpolitik auf dem Rücken der Beamtinnen und Beamten von der neuen schwarz-grünen Landesregierung bis dato fortgesetzt und noch verschärft. Jahrelang haben wir als LINKE mehr Anwärter bei der Polizei beantragt, weil wir sehen konnten, dass die Altersentwicklung, die zusätzlichen Aufgaben und die wachsenden Sicherheitsprobleme dies dringend erforderten, jedes Jahr erneut. Und wenn schon DIE LINKE sagt, wir brauchen mehr Polizei, ja dann hätten Sie eigentlich zumindest einmal nachdenklich werden müssen, meine Damen und Herren. 3 Millionen Überstunden, weit überdurchschnittliche Krankenstände und der anhaltenden Abbau von Polizeipräsenz in der Fläche sind die Folge einer verfehlten Personalplanung, die jetzt erst in diesem Jahr durch die Einstellung von 1.155 Anwärterinnen und Anwärtern ausgeräumt werden soll. Viel zu spät, sage ich, wenn man bedenkt, dass dieses Personal voll einsatzfähig ja erst in 3 Jahren zur Verfügung steht. Die Vorredner haben ja darauf hingewiesen. Von der Landesregierung hörten wir aber Stereotyp. Die Opposition redet sich die gute Arbeit schlecht. Alles wäre viel besser als vorher. Es gäbe sogar mehr Polizisten, und die Stimmung sei super. Herr Bauer hat das ja heute alles so wiederholt. Und mehr Polizisten ausbilden, so wie DIE LINKE das vorschlägt und seit Jahren gefordert hat, das ginge schon gar nicht, haben wir gehört. Weil, man höre und staune, die Ausbildungskapazitäten der Fachhochschulen bei maximal 600 Anwärter pro Jahr begrenzt seien. Bei 600 Anwärter. So. Ich stelle fest, Herr Rhein, Herr Bellino, Herr Beuth, egal, wer von der CDU das alles über Jahre behauptet hat, es war die Unwahrheit. Jetzt plötzlich können fast doppelt so viele Anwärter aufgenommen werden. Jetzt plötzlich geht das so. Was sagt uns das aber? Nur, dass Sie wollten das in den vergangenen Jahren nicht vornehmen und keine entsprechenden Argumente dafür ins Feld geführt werden konnten, wie z. B. die Kapazitätsüberschreitung. Ich will an dieser Stelle auch noch einmal auf den jetzt vorgelegten Dringlichen Entschließungsantrag eingehen und die Zahlen, die da genannt werden, und will an 2 Stellen noch einmal deutlich machen, wie Sie rechnen. Herr Frömmrich hat vorgetragen, die Zahl kannte ich im Übrigen noch nicht, da bin ich sehr dankbar dafür, dass bundesweit insgesamt 21 Millionen Überstunden bei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vorhanden wären. 21 Millionen, ich nehme an, das schließt die Bundespolizei mit ein, so, und 3 Millionen davon in Hessen. Meine Damen und Herren, eine einfache Rechnung nach Adam Riese sagt uns, dass in Hessen das etwa diese 3 Millionen knapp 15% dessen ausmacht, was bundesweit sozusagen an Überstunden vorhanden ist. Bei einem Bevölkerungsanteil von Hessen von 8% stelle ich fest, dass Ihre Zahlen, Herr Frömmrich, eigentlich sagen, dass doppelt so viele Überstunden
wie in allen anderen Bundesländern und beim Bund in Hessen vorhanden sind bei der Polizei. Doppelt so viel. So. Und wie man das dann schönreden kann, wie Sie das getan haben, das ist mir schleierhaft. Eine weitere Rechnung will ich aufmachen an dieser Stelle. In Ihrem Antrag wird hier ausgesagt, dass Sie für den Ausgleich der Arbeitszeitverkürzung zum 1. August 2017 von 42 auf 41 Wochenstunden, wir wissen, bundesweit gilt die 40-Stunden-Woche, nur in Hessen nicht, da gilt schon, da muss es immer ein bisschen mehr sein, auch an Arbeit für das gleiche Geld, dass 90 Stellen als Ausgleich für die Reduzierung der einen Arbeitsstunde vorgenommen wurden, eingeplant wurden. Bei 13.700 Polizeibeamtinnen und Beamten wären aber rund 2,5% der Arbeitszeitreduzierung nach meiner Berechnung 330 Stellen. 330 Stellen, Herr Bauer, wären das, ne? Ja, es arbeiten nicht alle 42 Stunden, aber das Gros derjenigen bis zum 50. Lebensjahr macht das aus. Ich will nur damit ausdrücken, wir können sagen, ob das jetzt 250 oder 300 oder 330 notwendige Stellen im Ausgleich wären. 90 sind auf jeden Fall zu wenig, um diese eine Stunde zu reduzieren. Und da sparen Sie ja schon wieder ein bei der Polizei und verschleiern das auch noch. So, und das sind Ihre Zahlen und das sind Ihre Daten. Und deshalb meine ich schon, dass diese Diskussion und das, was hier vorgetragen wurde seitens der Opposition, mehr als berechtigt ist und mehr als notwendig ist. Und dass Sie gar keine Notwendigkeit haben, sich sozusagen hier in Schönheit darzustellen und die Probleme, die bestehen, runterzureden. Im Übrigen, zu Ihrem Antrag. Sie beziehen sich, also die Diskussion, und der Antrag der SPD beziehen sich ja sozusagen auf die Personalsituation, auf die Ausstattung, auf die Arbeitszeiten, auf die Überstunden, also direkt auf das Personal. Ihre Antwort ist immer stereotyp. Sie beziehen sich natürlich auf Fragen wie Gelder für Videotechniküberwachung, für die zusätzliche Polizeikriminalitätsstatistik, Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen oder das Reformrecht bei Polizeibeamten und Beamten. Das hat zwar sozusagen mit der Sicherheitsdiskussion etwas zu tun, Herr Bauer, aber es hat nichts damit zu tun, dass es sozusagen an den betroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vorbeigeht. Ich will Ihnen auch dazu ein Beispiel nennen. Wenn Sie nämlich zusätzlich Gelder mobilisieren für Videoüberwachung, also für Kameras, ja, dann brauchen Sie dafür auch Personal, die das entsprechend bedient, zusätzlich. Ja. Und da wird die Spanne also an der Stelle notwendig. Sie antworten, wenn es Kritik gibt aus der Polizei, wenn es Missstimmung gibt bei der Polizei, Stereotyp mit sozusagen Sicherheitsfragen, mit polizeigesetzlichen Maßnahmen. Und das ist an dieser Stelle nicht nur unangemessen, sondern es ist schlichtweg und sachlich auch falsch. So, nächster Punkt. Auch das war im Übrigen vorhersehbar und ist nachlesbar. Die Wut der Beamtinnen und Beamten darüber, dass sie in den letzten Jahren beachtliche Gehaltseinbußen hinnehmen mussten, lässt sich mit den überfälligen Verbesserungen, z.B. in der DUZ, nicht aus der Welt schaffen, Herr Bauer. Nicht. Das ist nur ein kleiner Teil. Weil die schwarz-grüne Landesregierung noch immer die Besoldung deckelt, Nullrunden und magere einprozentige Steigerungen, wie ich finde, verfassungswidrig in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und ihren Dank und ihre Anerkennung gegenüber den Beamtinnen und Beamten auch noch durch eine Abkoppelung von den Tarifentwicklungen, die derzeit ja bei einem Minus von 3,4% ausmacht bei den Betroffenen, zum Ausdruck bringt, ist die Stimmung bei der Polizei entsprechend schlecht. Ich habe es bereits im letzten Jahr ausgesprochen, als wir hier auch eine entsprechende Diskussion hatten. Den schwarz-grünen Gesetzentwurf zur Beamtenbesoldung haben in der Landtagsanhörung 39 von 40 Verbänden und Organisationen abgelehnt. 39 von 40 Anzuhörenden. Ich habe dazu hier im letzten Jahr fast ein Dutzend Zitate aus den Stellungnahmen vorgelesen. Der Protest der Vertreter von zigtausend Beschäftigten war Ihnen aber schnurzegal.
dass die Beamtinnen und Beamten wieder einmal für eine völlig verfehlte Steuer- und Finanzpolitik den Kopf hinhalten müssen, haben alle Betroffenen erkannt. Und das werden Sie ihnen auch nicht so schnell vergessen, meine Damen und Herren. Da können Sie sicher sein. Auch da hätten CDU und GRÜNE doch einmal nachdenklich werden müssen, wenn sich über die Hälfte der Anzuhörenden durch nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Kommunalen Spitzenverbände für unseren Änderungsantrag ausgesprochen haben, nämlich die Tarifgleichheit herzustellen und die Übernahme des Tarifergebnisses auf alle Beamtinnen und Beamten. Da hätten eigentlich auch bei Ihnen die Alarmglocken klingeln müssen. Aber wie immer ist nichts passiert. Vielen Dank. Als Nächstes hat jetzt wirklich Herr Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst feststellen, Hessen ist ein sicheres Land. Das kann man an objektiven Kriterien erkennen und abmessen. Wir werden bald wieder Gelegenheit haben, die polizeiliche Kriminalstatistik miteinander zu erörtern. Wir sind sowohl was die Straftaten angeht, als auch was die Aufklärungsquote angeht, am Ende so weit, dass wir mit Fug und Recht behaupten können, Hessen ist ein sicheres Land. Soweit, meine Damen und Herren, der objektive Teil, aber auch subjektiv. Ich bin dem Hessischen Rundfunk sehr dankbar, dass er unlängst eine Umfrage gemacht hat, wo er die Frage des Sicherheitsgefühls einmal abgefragt hat. Und, meine Damen und Herren, Hessen ist nicht nur ein sicheres Land. Die Hessen fühlen sich auch zu 77% sicher in ihrem Land. Und insofern können wir uns bei unseren tüchtigen Polizeivollzugsbeamten, bei unseren Sicherheitsbehörden nur bedanken, dass sie objektiv und subjektiv für Sicherheit in unserem Lande sorgen. Es gibt große Herausforderungen, die wir im Bereich der Sicherheit zu stemmen haben. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen in der Debatte. Ich will es nicht weiter ausweiten, aber die Stichworte islamistischer Terrorismus, die Kriminalitätsherausforderungen, Wohnungseinbruchdiebstahl oder auch natürlich die vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, die am Ende auch für polizeilichen Aufwand sorgen, auch das gehört mit zu den großen Herausforderungen, die unsere Sicherheitsbehörden zu stemmen haben. Und, meine Damen und Herren, wir haben darauf reagiert. Das Land Hessen, diese Koalition, die Landesregierung hat genau auf diese Herausforderung reagiert. Wir haben dafür gesorgt, dass wir bis zum Jahre 2020 über 1.000 Stellen mehr bei der hessischen Polizei haben werden. Und, meine Damen und Herren, wir werden im Jahre 2017, also in diesem Jahr, den stärksten Ausbildungsjahrgang mit 1.155 Anwärterinnen und Anwärtern haben, den es jemals in Hessen gegeben hat. Ich finde, dass wir uns damit sehen lassen können. Und natürlich gehört dazu, dass wir den Rechtsrahmen immer auf den Stand der Zeit halten müssen, dass wir die Ausstattung und die Ausrüstung auf den Stand der Zeit halten müssen. Aber auch hier, meine Damen und Herren, wirklich in den letzten 18 Jahren, in denen unter Führung der CDU dieses Land regiert worden ist, ist all das ertüchtigt worden, von Fahrzeugen über Computern, über die Dienststellen, über die persönliche Schutzausstattung. Es ist alles ertüchtigt worden. Wir sind auf einem absolut neuesten Stand. Und ich will Ihnen eines sagen. Ich war letztes Wochenende mal in Niedersachsen, habe dort an einer sicherheitspolitischen Diskussion bei der dortigen CDU teilgenommen. Dort war ein Vertreter der dortigen deutschen Polizeigewerkschaft, und er hat mit großen Augen und mit viel Zuspruch mir zugehört, wenn ich darüber gesprochen habe, wie hessische Polizei ausgestattet ist. Wir können da wirklich sehr, sehr stolz darauf sein, was wir da erreicht haben. Man fragt sich ja manchmal, warum nehmen die Sozialdemokraten eigentlich, Frau Faeser, die Fakten nicht zur Kenntnis? Man fragt sich das ja einfach. Also, man fragt sich einfach, warum nehmen sie es nicht zur Kenntnis? Ich bin jetzt einmal darauf gekommen, weil ich mir einmal angeschaut habe, wie das die Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern machen. Also, wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen, muss man sagen, ein großes Sicherheitspaket, was 1.000 Bezirkspolizisten sind da versprochen worden im Wahlprogramm, 1.000 neue Stellen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen sind im Wahlprogramm,
im Wahlprogramm 2000 sind versprochen worden, Entschuldigung, 2000 sind versprochen worden im Wahlprogramm, also das ist irgendwas, was irgendwann mal stattfindet, 2000 bei aber doppelt so vielen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, meine Damen und Herren, und das ist alles für die Zukunft. Wir machen das heute schon. Wir haben dieses Jahr schon den stärksten Ausbildungsjahrgang, den es jemals bei der hessischen Polizei gegeben hat. Im Land Rheinland-Pfalz gibt es ein Sicherheitspaket, meine Damen und Herren. 535 Stellen sind dort versprochen in diesem Sicherheitspaket der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Ja, es ist mir aufgefallen klar, warum Sie uns unsere Zahlen nicht glauben. Weil Sozialdemokraten, wenn Sie von 535 Stellen Sicherheitspaket sprechen, dann rechnen die nämlich 500, die Sie brauchen, um diejenigen, die ausscheiden, zu ersetzen, und 35 obendrauf, meine Damen und Herren. Ja, klar, dass Sie uns dann nicht glauben. Bei uns sind das zusätzliche Stellen. Wenn Sie den Haushalt lesen, dann werden Sie das alles genauestens erkennen können. Es ist eine Debatte, meine Damen und Herren, die wir ja nun schon lange miteinander führen. Es bleibt aber dabei. Und Herr Schmidt, Sie haben eben dazwischen gerufen, bleibt bei den Fakten. Okay. Planstellen im Polizeivollzugsdienst im Jahr, der Kollege Schmidt hat von da vorhin, als er da noch gesessen hat, zwischengerufen, bleibt bei den Fakten. Ich habe mir das aufgeschrieben und gesagt, wir kommen zu den Fakten. Im Jahre 1999 hatten wir 14.464,5 Stellen bei der hessischen Polizei. Davon waren teilweise zehn Jahre lang unbesetzt. Wir hatten 13.550 Polizeivollzugsbeamte. 13.550 Polizeivollzugsbeamte waren tatsächlich da, und davon waren 800 im Studium, meine Damen und Herren. Heute ist die Situation im Jahre 2016, dass wir 13.969 Polizeivollzugsstellen haben, die auch besetzt sind, meine Damen und Herren. Das ist sozusagen das, was wir erreicht haben in den letzten Jahren. Ich habe das mit den 29 Stellen, Frau Kollegin Faeser, jetzt auf die Schnelle nicht hingekriegt. Ich habe es mir nur einmal so erklären können. Wir haben in der Tat 10 Stellen, die wir beim Landesamt für Verfassungsschutz, übrigens auch eine Sicherheitsbehörde, die dringend sozusagen Personal braucht, haben wir Polizeistellen abgegeben. Und wir haben darüber hinaus eine höhere Ausbildungsleistung bei der HPA zu leisten. So könnte man ungefähr die 29 Stellen erklären. Aber sei es drum, meine Damen und Herren. Wir liegen jedenfalls mal mit den besetzten Stellen weit über dem, was Sie uns irgendwann mal hinterlassen haben, meine Damen und Herren. Aber lassen Sie uns nicht streiten über besetzte Stellen, unbesetzte Stellen, wie auch immer. Wir werden dieses Thema am Ende im Jahre 2020 erledigt haben, weil im Jahre 2020 werden wir ganz sicher auch laut Haushaltsplan, und da geht es dann um die Frage, im Jahre 2020 im Haushaltsplan nachlesbar haben, dass wir mit 14.779 Stellen jedenfalls mal weit über 200 Stellen mehr haben, als Sie uns im Stellenplan, wie gesagt, nicht besetzte Stellen am Ende hinterlassen haben, meine Damen und Herren. Insofern haben wir uns hier nicht zu verstecken. Lassen Sie mich zum Thema Besoldung ein paar Sätze sagen. Und dabei will ich mich vor allen Dingen mal auf Fakten stützen, meine Damen und Herren, auf Fakten, auf die Aussagen der zuständigen Finanzbehörden. Hörensagen, Kampagnen von Interessenverbänden und noch schlimmer stille Post sind selten seriöse und zuverlässige Quellen, meine Damen und Herren. In einem Vergleich der Gesamtjahresbesoldung für das gerade abgelaufene Jahr 2016 mit insgesamt 7 Anrainer-Nachbarländern, darunter Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg, liegt Hessen, Achtung, Frau Kollegin Faeser, liegt Hessen bei der Besoldung A10 genau in der Mitte, vor Niedersachsen, vor Thüringen, vor Rheinland-Pfalz, meine Damen und Herren. Bei der Besoldungsgruppe A11 liegen wir an dritter Stelle, nach Bayern und Baden-Württemberg, vor Thüringen, vor Nordrhein-Westfalen, vor Niedersachsen und vor Rheinland-Pfalz. Soweit die Fakten, meine Damen und Herren. Das ist die Gesetzeslage. Die Bezüge der Beamtinnen und Beamten des Bundes und der Länder haben sich seit dem 1. September 2006, zwangsläufig durch die neue Gesetzeslage jeweils unterschiedlich entwickelt.
Bund und Länder konnten seitdem die Besoldung entsprechend den länderspezifischen Gegebenheiten auch mit Rücksicht auf die eigene Haushaltslage anpassen. Für die hessischen Beamtinnen und Beamten war das nicht von Nachteil, meine Damen und Herren. Ja, Frau Kollegin Faeser, Sie haben ja schon beim Kollegen Frömmrich nicht zugehört. Sie sollten mal vielleicht jetzt mal zuhören, weil ich Ihnen nämlich ein paar Fakten zu präsentieren habe, Frau Kollegin. Die Besoldung in Hessen lag seit 2006 durchgehend in allen Besoldungsgruppen im Spitzenbereich, da die meisten Länder, darunter vor allem auch die Nachbarländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen, nicht nur geringere Besoldungsanpassungen vorgenommen hatten, sondern vor allem die Sonderzahlungen damals erheblich reduziert oder ganz abgeschafft hatten. Das muss man halt eben mal zur Kenntnis nehmen, Frau Kollegin Faeser. Viele Länder mussten zur Erreichung einer verfassungsmäßigen Alimentation, insbesondere in den Jahren 2015 und 2016, deutlich höhere Anpassungen vornehmen. Daraus entstand das Zerrbild, dass die Beamtinnen und Beamten in anderen Ländern besser behandelt würden. Ihre Besoldung lag aber tatsächlich die ganzen Jahre hinter Hessen zurück und erreicht teilweise nunmehr erst jetzt das hessische Niveau, meine Damen und Herren. Soweit die Fakten. Das sehen Sie ganz deutlich aus der Entwicklung der Besoldung im Jahr 2016, wie ich sie für die Nachbarländer Hessens soeben vorgestellt habe. Bei Betrachtung der Dienstherren, darunter auch der Bund und die Stadtstaaten, erreicht Hessen bei der Besoldungsgruppe A11 Rang 5. Meine Damen und Herren, ich habe mich dabei auf die Gesetzeslage gestützt. Ich will noch einen anderen Punkt ansprechen. Herr Staatsminister, ich erinnere an die Redezeit. Ich komme sofort zum Schluss. Ich will noch einen anderen Punkt ansprechen. Ich erinnere ausdrücklich daran, dass sich die Bezahlung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten seit 1999 durch die zweigeteilte Laufbahn massiv verbessert hat. Bei der Bundespolizei gehören rund 60% der Polizeivollzugsbeamten auch heute noch dem mittleren Dienst an. 60% dem mittleren Dienst. In der Karriereplanung ist für Sie in den meisten Fällen damit lediglich das Spitzenamt des mittleren Dienstes erreichbar. Das gilt vergleichbar für Bayern, wo von vornherein nur 10% der Bewerber für den gehobenen Polizeivollzugsdienst eingestellt werden. In Hessen, meine Damen und Herren, befinden sich die Polizeivollzugskräfte hingegen ausschließlich im gehobenen und höheren Dienst. Für die gleiche Tätigkeit, meine Damen und Herren, für die gleiche Tätigkeit, sei es in Bayern, sei es beim Bund, erhalten mehr als die Hälfte der hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten damit eine höhere Besoldung. Soweit die Faktenlage, die Sie vielleicht einmal zur Kenntnis nehmen sollten. Frau Präsidentin, entschuldige mich, aber ich muss auch das Thema Beihilfe wenigstens noch kurz angesprochen haben. Es ist schlicht unzutreffend, dass es Kürzungen bei der Beihilfe gegeben hat. Es ist einfach falsch. Es stimmt halt eben nicht, meine Damen und Herren. Insbesondere, meine Damen und Herren, die hessische Beihilfe ist im Leistungsvolumen seit Jahren unverändert auf einem hohen Niveau. Unverändert auf einem hohen Niveau. Insbesondere hat die von der Koalition geführte Landesregierung in Hessen ausdrücklich darauf verzichtet, nach Besoldungsgruppen gestaffelte Kostendämpfungspauschalen einzuführen, wie es zahlreiche andere Länder gemacht haben, wie z. B. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Hessen hat sich etwa bei der Beihilfefähigkeit von Arzneimitteln ausschließlich auf verschreibungspflichtige Medikamente beschränkt, anders z.B. die Hansestadt Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen. In Hessen hat schließlich die Beihilfefähigkeit für die sogenannten Wahlleistungen im Krankenhaus hat sie gerade eben nicht abgeschafft, meine Damen und Herren, wo sich so viele andere Länder zu gezwungen sahen. Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, in Hessen ist es gelungen, durch den Eigenanteil bei der Beihilfe dafür Sorge zu tragen, dass die Beamtinnen und Beamten diese Leistung auch in Zukunft durch einen Eigenanteil eben entsprechend erhalten können. Und, meine Damen und Herren, dieser Eigenanteil ist geringer als in Rheinland-Pfalz, wo er 26 € kostet, und in Baden-Württemberg, wo er 22 € kostet. Also hören Sie mit dem Mehr auf. Wir würden die Beamtinnen und Beamten exklusiv schlecht in Hessen behandeln. Das ist schlicht und ergreifend falsch, meine Damen und Herren.
Ich will Ihnen, Frau Kollegin Faeser, einen Exkurs über die Heilfürsorge in Nordrhein-Westfalen ersparen. Wenn Sie mit den hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sprechen, dann werden Sie nicht viele, die das Leistungsvolumen der Heilfürsorge kennen, werden Sie nicht viele kennen, die am Ende von dem Beihilferecht bei uns umsteigen wollen auf eine freie Heilfürsorge, die nämlich nur Nachteile hat gegenüber dem Beihilferecht und der privaten Krankenversicherung in unserem Land. Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei. Hessen ist ein sicheres Land, und diese Koalition kümmert sich um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, aber sie kümmert sich auch um die Beamtinnen und Beamten in diesem Lande. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich gehe ans Rednerpult. Der Ministerpräsident verzieht sich. Na gut, dann ist das so. Dann ist das so. Herr Innenminister Beuth, jetzt tun wir mal so, wir beide, wir sind unter uns, unter vier Augen. Lassen mal dieses Auditorium weg und tun mal so, als wenn man nicht in der Öffentlichkeit wäre. Sie wie ich nehmen zur Kenntnis, was etwa in den Zeitungen steht, was der HR berichtet. Also, Polizeifrust in Mittelhessen, im Einsatz bespuckt, verletzt, massivenweise Überstunden und der landesweite Höchststand bei der Polizei in Mittelhessen herrschen dem Brief eines Beamten zufolge prekäre Zustände und Frust unter den Kollegen. Keine Pressemitteilung der SPD-Fraktion, meine Damen und Herren. Itzsteins Polizeichef Joachim Kilian kritisiert Arbeitsbedingungen bei eigener Abschiedsfeier. Meine Damen und Herren, er versichert so einem Bericht der Zeitung zufolge glaubhaft seinen Zuhörern und übt deutliche Kritik an der Personalpolitik der hessischen Polizei. Keine Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion. Wir bekommen Mails, wie Sie möglicherweise auch, in denen Polizeibeamten ihre Situation schildern. Kaum noch freie Wochenenden durch extreme Belastung, Sondereinsätze. Nicht alle Kollegen sind mehr voll einsatzfähig. Das heißt, diejenigen müssen noch zusätzliche Schichten machen, meine Damen und Herren. Die Stimmung in der hessischen Polizei ist schlecht, und das hat etwas mit Rahmenbedingungen zu tun. Dafür trägt die Verantwortung diese CDU-geführte Landesregierung, dieser Ministerpräsident, dieser Innenminister. Das ist die Realität in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann stellt sich dieser Innenminister hier hin und sagt, mit Hutzpe würde ich mich ja kaum trauen, weil ich ja auch eher schüchtern bin wie Sie oder so, also würde ich mich ja kaum trauen, seit 1999, Sie hätten 15 Stellen mehr bei der Polizei geschaffen. Herausforderungen des Terrorismus, Cyberkriminalität, viele neue Anforderungen an die Polizei erfordern auch schlicht und ergreifend mehr Personal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Und da stellen Sie sich hin, das ist eine tolle Leistung. Und dann wird das Heil, das kommt mir ja vor wie bei den Versprechungen von Glaubensgemeinschaften, das Heil in den nächsten Jahren. Ich muss es, lieber Ernst-Ewald Roth, vorsichtig formulieren, sonst hätte ich noch eine andere Formulierung. Das Heil liegt nicht in der Zukunft, wir leben in der Gegenwart, meine Damen und Herren. Im Jahre 2015 gibt es 23 weniger Vollzugsbeamten in Hessen, im Jahre 2016 35, im Jahr 2017 29, in den letzten drei Jahren 87 Polizeivollzugsbeamte weniger, die ihren Dienst tun können. Das ist das Versäumnis dieser Landesregierung, dieses Innenministers, dieses Ministerpräsidenten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann erzählen Sie etwas von 1100 neuen Stellen. Wir haben eine Abbrecherquote von 10%. Warum ist denn das so? Sie können ja schon nicht mehr jetzt unter den Bewerbern auswählen. Sie müssen alles nehmen, was der Markt hergibt, weil Hessen natürlich als Dienst ja nicht mehr interessant ist, weil andere Länder bessere Rahmen. Die Kollegin Faeser hat auch völlig recht. Sie wollen das ignorieren. Hören Sie auf mit diesen alternativen Fakten nach Donald Trump. Bleiben Sie bei der Wahrheit und der Realität, Herr Innenminister. Hören Sie auf, hier diesem Landtag falsche Zahlen vorzulegen. Wo sind wir denn hier?
Ich empfehle mal dem einen oder anderen von der CDU-Fraktion, reden Sie mal mit ganz normalen Polizeibeamten. Alles bestens. Die Masse hessischer Polizeibeamten ist in den Besoldungsgruppen A9 und A10. Wir haben einen riesigen Beförderungsbauch vor uns. Deswegen, wenn Sie von der Besoldungsgruppe A11 reden, das ist nicht die Masse, das ist nicht der Durchschnitt. Die sind in A9 und in A10. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie mit normalen Polizeibeamten reden, die haben die Nase sowas von voll. Das hat etwas mit diesen Rahmenbedingungen zu tun und mit der politischen Verantwortung. Und dann hören wir ja immer in Sonntagsreden von CDU und anderen Wertschätzung. Meine Damen und Herren, Wertschätzung hat etwas mit Rahmenbedingungen zu tun, nicht nur mit Geld, nicht nur mit materiellen Dingen, aber eben auch. Und noch einmal zum Nachlesen. Die Zahlen kann jeder sich über Google oder sonst wie raussuchen. Wenn ein Polizeioberkommissar in der Besoldungsgruppe A10 bundesweit bei der Bundespolizei mehr als 400 € mehr bekommt, plus freie Heilversorgung. Der Innenminister ist ja ein rührendes Beispiel. Also, der Eigenbeitrag, um die Leistung zu erhalten, bedeutet schon 18,90 €. Das nehmen auch fast alle in Anspruch. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg führen die freie Heilversorgung wieder ein. Sie betreiben einen Abbau. Und dieser Eigenbeitrag wird in den nächsten Jahren steigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, das, was Sie an Zahlen vortragen, warum klagen denn Beamtenbund, Polizeigewerkschaft doch nicht aus Jux und Tollerei, weil die Kollegen Oberkante, Unterlippe die Nase voll haben von dieser Politik der Landesregierung? Das ist doch der Tatbestand. Und deswegen, die Rahmenbedingungen sind schlicht längste Wochenarbeitszeit. Und die eine Stunde, die Sie jetzt abkürzen, dürfen Sie dann immer mehr mitnehmen auf eine Lebensarbeitszeit. Auch das schaffen Sie ab. Das heißt, die Polizeibeamten fühlen sich eben von dieser Landesregierung nicht mehr repräsentiert. Und das ist ein Versäumnis von 18 Jahren CDU-geführter Innenpolitik. Herr Innenminister, reden Sie mit normalen Polizeibeamten. Gehen Sie in Polizeistationen. Sie können sich Ihre Mitarbeiterbriefe sparen. Die wandern sowieso in die Mülltonne, hören wir von den Polizeibeamten. Die innere Sicherheit in Hessen, die ist durch gute Polizeibeamtinnen und Beamte gewährleistet, obwohl ihnen diese Landesregierung das Leben schwer macht. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hatte eigentlich gehofft, ein paar Antworten zu hören, wie es weitergehen soll. Vielleicht kommen die dann bei der ja noch ausstehenden nächsten Wortmeldung des Innenministers. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird er noch einmal reden. Dann kann er auch Antworten geben auf die Fragen, die Sie stellen. Denn das, was wir bis jetzt gehört haben in der Rede des Innenministers, waren Aufzählungen von Fakten. Herr Kollege Bauer hatte vorher schon damit angefangen, von Fakten aus der Vergangenheit. Sie berichten über die Vergangenheit, Sie schauen nur nach hinten, das ist alles rückwärts gerichtet und das noch selektiv. Meine Damen und Herren, beantworten Sie bitte einmal die Frage, wo Sie hinwollen, was Sie noch tun wollen, was Sie noch vorhaben in dieser Koalition im Bereich der inneren Sicherheit. Das würde uns interessieren. Und ich will die Stichworte noch einmal wiederholen, Herr Innenminister. Bitte sagen Sie uns in Ihrem nächsten Beitrag, wann Sie hier den Gesetzentwurf zur Einführung der elektronischen Fußfessel zur Gefährderüberwachung vorlegen. Sagen Sie uns, ob Sie dies vorhaben oder ob es wieder nur Getöse der Justizministerin ist und dort nichts kommt. Sagen Sie uns bitte, wann Sie damit beginnen, die Versäumnisse der letzten 14 Jahre aufzuarbeiten und die EU-Verordnung, die EU-Antiterrorverordnung umzusetzen. Bitte geben Sie uns diese Auskunft. Bitte geben Sie uns die Auskunft, Herr Kollege Frömmrich, wann die Frage der Abschiebungen, geklärt wird, wann dieser Ministerpräsident, der jetzt leider nicht da ist, aber der Innenminister wird es auch beantworten können, wann endlich das Land Hessen die Blockade der Veränderung des Kreises der sicheren Herkunftsstaaten aufgibt und im Bundesrat zustimmen wird. Und wenn wir schon dabei sind, ich hatte vorhin die Frage der Blockade durch die koalitionsinterne Einigungsunfähigkeit angesprochen. Wo bleibt denn das Verfassungsschutzgesetz, auf das wir schon so lange warten? Bitte sagen Sie es uns. Meine Damen und Herren, es ist ein Unding. Es ist ein Unding, dass wir Jahre nach den NSU-Morden und der Vorlage der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages, Jahre nach den klaren Wegweisungen der von Ihnen eingesetzten Expertenkommission zur
Erneuerung des Verfassungsschutzgesetzes noch immer außer dem voreiligen Schnellschuss, den Sie damals vorgelegt haben und mit dem Sie sich bis auf die Knochen blamiert haben, dass wir keinen beratungsfähigen Gesetzentwurf von Ihnen hier bekommen. Offensichtlich sind es die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalition, die Sie daran hindern, hier voranzukommen. Und, meine Damen und Herren, technische Ausstattung der Polizei, Digitalisierung, Modernisierungsoffensive, die Ausstattung aller Dienststellen, aller Polizeiwagen vor allem mit Tablets, um eine entsprechende Einbindung in die Infrastruktur zu ermöglichen. Fehlanzeige. Gibt es nicht einmal Ankündigungen. Ich wäre ja froh, wenn wir wenigstens Ankündigungen möglichst verbunden mit einem Datum, damit es auch überprüfbar ist, bekommen. Wir bekommen nichts. In der Polizei gibt es eine intensive Diskussion über die Frage der Einführung von Tasern als zusätzliches Mittel zur Durchsetzung unmittelbaren Zwangs. Diese Landesregierung scheint sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen. Jedenfalls ist nichts Entsprechendes erkennbar. Meine Damen und Herren, es gibt verdammt viel zu tun in der Zukunft. Deswegen beenden Sie diese Nabelschau rückwärtsgerichtet, wie sie jetzt auch wieder in dem Koalitionsantrag vorgesehen ist, und sagen Sie uns, was Sie vorhaben. Was soll geschehen zur Stärkung der inneren Sicherheit in Hessen? Was wollen Sie noch tun? Nicht, was Sie mit uns getan haben. Das war alles gut, das war sinnvoll. Aber die Zukunft ist das, worum es jetzt geht. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auf der Tribüne unseren ehemaligen Kollegen Gottfried Milde. Herzlich willkommen. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man Zukunft gestalten will, muss man einen Plan haben. Und den Plan, den wir haben zur Optimierung und Verbesserung der inneren Sicherheit, ist der Haushaltsplan für das Jahr 2017 und darüber hinaus. Und da können Sie schon sehen, welche Antworten wir geben auf die Herausforderungen der Zeit und welche Maßnahmen wir machen, damit sich die innere Sicherheit in Hessen weiter verbessert. Ich habe in meinem ersten Redebeitrag gesagt, wir haben viel erreicht in Hessen, es bleibt aber auch noch viel zu tun. Ich habe Deliktsbereiche genannt, in denen wir besser werden müssen, und habe auch Maßnahmen genannt, die wir ergriffen haben, um in gewissen Deliktsbereichen stärker zu werden. Und deshalb will ich Ihnen noch einmal deutlich machen, wir werden natürlich die personelle Belastung kompensieren, indem wir mehr Personal einstellen, indem wir den Personalabbau beenden im Verwaltungsbereich und neue und zusätzliche Kräfte heranziehen. Und das ist ein wichtiges Indiz, wie wir uns die entsprechende Personalpolitik in den nächsten Jahren vorstellen. Wir werden darüber hinaus für neue Deliktsbereiche auch neue Einheiten aufbauen im Bereich von Cyberkriminalität. Es werden Stellen verwendet, um den Aufbau eines Cyberkompetenzzentrums zu betreiben. Wir werden vor allem die Staatsschutzabteilungen stärken, weil wir erkannt haben, dass die Herausforderung unserer Zeit, die Bedrohung unseres Rechtsstaates von rechts, von links, von islamistischen Gewalttätern zugenommen hat. Das sind die Antworten, die wir geben auf die Herausforderungen. Wir werden natürlich dafür sorgen, dass wir im Bereich der finanziellen Möglichkeiten auch die monetären Aspekte nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben die Zulagen erhöht. Wir werden die entsprechenden Besoldungsdebatten jetzt auch führen und wollen auch dafür Sorge tragen, dass wir die Überstunden, die ja aus unterschiedlichsten Gründen anfallen, weiter abbauen können. Wir haben im letzten Jahr 15 Millionen € bereitgestellt, und in diesem Jahr stehen weitere rund 5 Millionen € zur Verfügung. Wir sind dafür, denke ich, wir sind an der Stelle nicht zufrieden, aber wir arbeiten daran, dass sich die Rahmenbedingungen weiter verbessern. Und auch die Frage der Ausstattung ist noch lange nicht zu Ende. Auch wenn wir überall bei den Gesprächen, die wir führen, darauf hingewiesen werden, dass die Ausstattung auf einem hohen Niveau ist, muss man weiter investieren, um dieses Niveau zu halten und weiterzuentwickeln. Wir schaffen Dinge an, die unsere Polizei braucht. Telekommunikationsanlagen, IMSI-Catcher, um in der Fachsprache zu bleiben. Wir werden die Ausstattung der Schutzausrüstung intensivieren. Gegen langschüssige Waffen, gegen entsprechende Stichschutzvorkehrungen werden wir intensivieren. Wir haben neue Helme bestellt. Wir werden die Schusswaffen modernisieren. Wir haben MPs angeschafft. Wir werden auch hier bei der Ausrüstung für die Zukunft zur Sicherheit sowohl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten weiter investieren, meine Damen und Herren. Wir lassen nicht nach. Wir arbeiten verlässlich an mehr Sicherheit in Hessen.
Und natürlich wollen wir auch dafür sorgen, dass die Dinge, die zu bearbeiten sind, verbessert werden. Die Beförderungssituation haben Sie angesprochen. Wir haben im letzten Jahr 100 Beförderungsstellen geschaffen. Dadurch entstehen durch Folgebeförderung 500 Höhergruppierungen pro Jahr. Auch in diesem Jahr, 2017, wird es weitere 100 Stellenhebungen geben, in deren Konsequenz bis zu 500 Beamte eine entsprechende Beförderung bekommen können. Das ist sicherlich ein wichtiges Momentum, um Motivation und Leistungsanreize zu setzen. Ganz klar, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Aber es ist eine Forderung, auf die wir eingehen, und eine Maßnahme, die wir betreiben, damit wir hier diesen Stellenkegel oder den Stellenbauch weiter optimieren und Beförderungsmöglichkeiten schaffen. Und, was immer vergessen wird, wir sind wirklich eines der wenigen Bundesländer mit der zweigeteilten Laufbahn, der Innenminister hat es ja deutlich gemacht, bei denen bei uns die Polizeibeamten für die gleiche Tätigkeit schon nach ihrer Ausbildung in A9 oder relativ schnell in A10 besoldet werden. Da müssen in anderen Bundesländern die Polizeibeamten erst auf 3 Beförderungsrunden warten. Bei uns steigen die schon mit einem höheren Grundgehalt ein. Und auf die spannende beamtenrechtliche Debatte um freie Heilfürsorge und der Frage einer Bürgerversicherung, die ja der Abschaffung der privaten Versicherung gleichkommt, lasse ich mich gerne ein. Wer mehr für das Beamtenrecht tut im Sicherheits- und im Gesundheitsbereich, diese Debatte kann man gerne führen. Ganz klar ist, wenn die SPD das Sagen hätte, wäre bei der Gesundheitsvorsorge für die Beamte mit Sicherheit ein schlechterer Zustand gegeben, als das jetzt der Fall ist. Wie können Sie ernsthaft Dinge kritisieren, die Sie unter der eigenen Regierungsverantwortung in anderen Bundesländern einführen? Der Innenminister hat es ja deutlich gemacht, dass wir mit dem Eigenbeitrag natürlich Maßnahmen übernehmen, die in anderen Ländern längst schon getroffen worden sind. Wir haben ein weitaus höheres Beihilfeniveau mit Zuzahlungen bei Zahnersatz, bei Medikamenten, bei Rezepten als z.B. auf der Bundesebene. Deshalb können Sie doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Man kann da endlos die Tabellen machen, was in Hessen beihilfefähig ist, welche Zusatzzahlungen wir leisten und in anderen Bundesländern. Wir sind hier gut aufgestellt. Wir sind vielleicht nicht die Besten, aber wir können uns durchaus im Wettbewerb stellen. Und ich glaube, dass wir auch in der Gesundheitsvorsorge unseren Beamten das Richtige tun. Und dann muss man wirklich, wenn man im Detail auch schaut, eins noch feststellen. Mit welcher Besoldung steigen die Beamten ein? Mit welcher Besoldung hören sie auf? Und vor allem, wie lange müssen sie denn arbeiten? Und da habe ich Ihnen schon einmal gesagt, Frau Faeser, dass man bei uns viel früher in Pension gehen kann als in anderen Bundesländern. Das heißt noch einmal, um das zusammenzufassen, wir arbeiten auch in Zukunft mit vielen kleinen Schritten für mehr Sicherheit in Hessen, für eine bessere Arbeitsbedingung der hessischen Beamtinnen und Beamten und für mehr Zufriedenheit der hessischen Polizei. Wir arbeiten an Lösungen und nicht an der Beschreibung von Problemen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will doch auf das eine oder andere noch einmal eingehen, was hier in der Debatte gesagt worden ist. Und das ist schon einigermaßen erstaunlich, was hier zum Teil vorgetragen worden ist. Also, Herr Kollege Greilich, ich will noch einmal auf Sie eingehen, weil das, was Sie hier gemacht haben, fällt ja auf Sie zurück. Also, wenn Sie sich hier allen Ernstes heute im Hessischen Landtag hinstellen und beklagen, dass die Personalsituation heute, also 2017, 2016, schlecht ist, dann müssen Sie sich doch fragen lassen, Herr Kollege Greilich, warum haben Sie dann in Ihrer Zeit als Regierung hier in Hessen nicht mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ausgebildet. Mit einer Chuzpe sich hier vorne hinzustellen, heute einen Zustand beklagen, den man selber vor Jahren in seiner Regierung nicht abgestellt hat, ist doch geradezu absurd, Herr Kollege Greilich, dass Sie das ausgerechnet tun. Zweiter Punkt. Dann beschweren Sie sich über die Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Mehrere Jahre nicht umgesetzt worden. Sie haben den Justizminister hier über Jahre gestellt. Diese Regierung gibt es erst seit 2014. Sich hier hinzustellen und einen Zustand zu beklagen, den man über Jahre selber nicht umgesetzt hat, diese Chuzpe muss man wirklich besitzen, Herr Kollege Greilich. Und dann will ich auf ein paar Dinge eingehen, die hier zusammen auch von der Sozialdemokratie noch einmal vorgetragen worden sind. Ich finde, das habe ich eben schon einmal gesagt, Frau Kollegin Faeser, Herr Kollege Rudolph, natürlich kann man in dem Bereich
der inneren Sicherheit unterschiedlicher Auffassung über unterschiedliche Maßnahmen sein. Man kann sagen, das ist vielleicht nicht genug Personal, wir hätten gerne mehr, wir hätten sie besser bezahlt, wir hätten sie höher bezahlt, weiß ich. Das kann man alles, die Diskussion kann man alle führen. Aber so zu tun, als habe sich in dieser Regierungszeit seit 2014 nichts getan, ist geradezu fahrlässig in Anbetracht der Tatsache, wie Sicherheitspolitik zurzeit bei uns im Lande diskutiert wird. Es ist Wasser auf die Mühlen derer, die wir alle eigentlich bekämpfen sollten. Dieses Bild, was Sie stellen, meine Damen und Herren. Des Bildes, als seien wir hier kein sicheres Land. Wir leben in Deutschland, in einem der sichersten Länder der Welt. Das muss man doch einmal betonen. Viele Menschen kommen hierher, flüchten hierher, weil sie hier in Sicherheit leben können, weil sie hier die Bedrohung nicht haben, die sie in ihren Heimatländern haben. Und hier immer ein Bild zu stellen, als würden wir in einem Land leben, das unsicher ist, meine Damen und Herren, das finde ich grob fahrlässig. Und ich will noch einmal auf die Zahlen eingehen. Wir haben in Hessen eine Aufklärungsquote von 59,9% in 2015. Das ist ein exorbitant guter Wert. So etwas gab es in Hessen noch nie seit Aufzeichnung der polizeilichen Kriminalstatistik. Das ist im Übrigen auch ein Verdienst der Kollegen, die vorher in der Regierung waren, weil wir auch davor schon exorbitant gute Zahlen in der Aufklärungsquote hatten. Was ich aber sagen will, Frau Kollegin Faeser, wenn man sich hier hinstellt und dieses Bild stellt, dann sollte man doch einmal zur Kenntnis nehmen. Hessen 59,9% Aufklärungsquote. Hamburg 47. Bremen 47. Hamburg 43. Dann haben wir Nordrhein-Westfalen 49,6. Das sind 10% weniger Aufklärungsquote als in Hessen. Wie Sie sich dann hier vorne hinstellen können und ein Bild stellen wollen, dass da, wo die Sozialdemokratie regiert, es besser ist und sicherer ist, ist geradezu absurd an Betracht dieser Zahlen, meine Damen und Herren. Und auch, jetzt muss es auch mal sein. Und auch die Debatte um die Frage der Bezahlung ist ja geradezu absurd. Da stellen Sie sich hier hin und sagen, in Hessen werden die Leute schlecht bezahlt, weil die A9, schlechter bezahlt wird, besser im Bund bezahlt wird als in Hessen. Im Bund, hat der Innenminister gerade gesagt, 60% der Polizeibeamten beim Bund werden überhaupt gar nicht in den Genuss kommen, irgendwann einmal die A9 im gehobenen Dienst zu bekommen, weil die sind im mittleren Dienst. Die fangen in der A7 an, und deren Ende, bevor sie in die Pension gehen, deren Ende ist die A9 mittlerer Dienst, wenn sie Glück haben, mittlerer Dienst mit Zulage. Also, sie gehen her und vergleichen eine Situation, die der Bundespolizist überhaupt gar nicht erreicht oder erst an seinem Erwerbsende, mit der Situation eines hessischen Polizeibeamten, der mit A9 in Dienst gestellt wird, meine Damen und Herren. Das ist geradezu absurd, solche Bilder hier zu stellen und den Menschen einzureden, dass diese Situation so schlimm sei. Geradezu absurd. Kollege Frömmrich, die Redezeit ist abgelaufen. Ich komme hin. Und dann stellen Sie sich hier hin und sagen, die Leute würden sich bei Ihnen beschweren. Ja, erst hetzen Sie die Leute auf die Palme, nämlich die Beamtinnen und Beamten, und dann stellen Sie sich nachher hin und sagen, die beschweren sich aber alle bei mir. Vielleicht sollten Sie sich einmal überlegen, ob das eine angemessene Diskussion ist. Es gibt nur 6 Bundesländer, die überhaupt die zweigeteilte Laufbahn haben. Alle anderen 10 Länder, die zum Teil in der Besoldung etwas besser sind, zahlen aber gar nicht, sind gar nicht in der zweigeteilten Laufbahn. Da werden die Beamtinnen und Beamten in der A7 eingestellt. Die kommen gar nicht in den Genuss des gehobenen Dienstes der A9. Kollege, und Sie Frömmrich, versuchen, bitte, das zu vergleichen mit der Situation in Hessen. Das ist einfach schäbig, Frau Kollegin. Einfach schäbig. Das Wort hat Kollege Greilich, 1:09. Dann wollen wir uns einmal sputen, Herr Kollege Frankenberg, weil die Frage drängt sich auf. Wann nicht Frankenberger, sondern Frankenberg. Ich habe keine Zeit. Herr Kollege Frömmrich, es wäre spannend, einmal zu erfahren, wann Sie das letzte Mal mit Polizeibeamten z.B. auf der Station in Frankenberg gesprochen haben. Dann wüssten Sie auch, was tatsächlich Sache ist.
Ansonsten nur eine kleine Klarstellung. Wir reden über die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2002. Da geht es um Terrorbekämpfung. Geht es um Terrorbekämpfung. Wir haben gestern von der Justizministerin, nein, nicht gestern, in der Antwort auf die Anfrage gehört, dass Rechtspfleger natürlich ihren Job machen im Bereich der Justiz. Worüber ich hier rede, ist das, was im Bereich der Terrorismusbekämpfung passieren muss. Und dafür sind Innenminister zuständig. Dafür ist ein Innenministerium zuständig. Das war im Jahr 2002, wenn ich mich richtig erinnere, der heutige Ministerpräsident Volker Bouffier. Das war dazwischen mal kurz Boris Rhein. Das ist seit 3 Jahren Peter Beuth. Und ich warte immer noch auf die Antwort, um zu erfahren, was dort getan werden ist. Worden ist. Und das ist meine letzte Bemerkung, Herr Kollege Frömmrich. Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. Dieses Wasser transportieren diejenigen, die Probleme versuchen, wegzudiskutieren, statt Lösungen anzubieten. Vielen Dank. Es spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde auch, wir sollten über Lösungen diskutieren und nicht Bilder an die Wand malen, die die Bürgerinnen und Bürger nur verunsichern. Ich finde insbesondere, Herr Kollege Greilich und Frau Kollegin Faeser, dass wir gut daran tun, wenn wir realistische Bilder von der Sicherheitslage in diesem Lande zeichnen. Und da bleibe ich dabei. Hessen ist ein sicheres Land, und das werden Sie uns hier in dieser Debatte auch nicht schlechtreden, meine Damen und Herren. Kollege Rudolph hat hier sich ans Rednerpult gestellt und hat erklärt, hat von Kolleginnen und Kollegen berichtet, die geschrieben haben, sie werden bespuckt, sie werden beleidigt, sie werden angegriffen. Ja, meine Damen und Herren, das stimmt. Das ist beklagenswert. 55.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in diesem Lande werden jedes Jahr täglich angegriffen. Aber da frage ich mich, warum hat denn der Bundesjustizminister nicht die Vorlage aus Hessen aufgegriffen? Wir haben einen Paragrafen vorgelegt, 112, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass die täglichen Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte härter bestraft werden. Dieser Gesetzentwurf liegt seit 2 Jahren auf dem Tisch des Bundesjustizministers der SPD. Warum liegt er denn nicht sozusagen in Gesetzesform schon vor, meine Damen und Herren? Was ist denn das für eine Scheinheiligkeit in der Debatte, die Sie hier führen? Kollege Frömmrich hat völlig zu Recht gesagt, 60% der Polizistinnen bei den Beamten sind im mittleren Dienst. Ich will Ihnen sagen, es ist der Bundespolizei. Der Bundespolizei sind im mittleren Dienst. Meine Damen und Herren, und Herr Kollege Rudolph, nur damit Sie es beim nächsten Mal nicht wieder falsch sagen, hören Sie mal eine Sekunde zu, damit Sie es beim nächsten Mal nicht wieder falsch sagen, bei uns, beim Bund, 60% im mittleren Dienst, bei uns 60% in der A10, 60% in der A10, meine Damen und Herren. Das sollten Sie sich mal zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, meine Damen und Herren, das Thema Heilfürsorge, bei dem Sie gerade eben angekündigt haben, dass mehrere Länder für ihre Beamtinnen und Beamten das Heilfürsorge vorschlagen werden, das können die eigentlich nur als Strafe oder als Bedrohung empfinden, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen mal ein bisschen etwas zum Thema Heilfürsorge hier vortragen. Die Polizeibeamten des Bundes zum Beispiel gehören verpflichtend der freien Heilfürsorge an. Sie haben keine Wahlmöglichkeit zwischen der Inanspruchnahme von Heilfürsorge oder Beihilfe oder anderen Krankenversicherungssystemen. Allerdings sind Sie deshalb nur von den Beiträgen für eine private Basiskrankenversicherung befreit. Die Befreiung gilt nicht für die Pflegeversicherung, die wie bei ledigen kinderlosen Beihilfeberechtigten zur Hälfte extra versichert werden muss. Hinzu kommt, dass Zuzahlungen z.B. zu Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln, Krankenhausbehandlung, Rehabilitationsmaßnahmen und Fahrtkosten von den Heilfürsorgeberechtigten in gleicher Höhe zu entrichten sind wie gesetzlich Versicherte, die das entsprechend aufbringen müssen. Hessische Beihilfeberechtigte haben im Gegensatz zu Heilfürsorgeberechtigten die freie Arzt- und Krankenauswahl. Nehmen Heilfürsorgeberechtigte darüber hinaus privat liquidierende Ärzte oder Privatkrankenhäuser in Anspruch, haben sie die Kosten selbst zu tragen und nicht wie bei uns über die Beihilfe entsprechend abrechnungsfähig in den Leistungen von vornherein zu haben, meine Damen und Herren. Schließlich entfällt für die freie Heilfürsorge mit Beginn des Ruhestandes
entfällt die freie Heilfürsorge mit Beginn des Ruhestandes, weshalb die Beamtinnen und Beamten in der Regel sogenannte Anwartschaftsversicherungen abschließen müssen, um später ohne Gesundheitsprüfung in eine private Krankenversicherung aufgenommen zu werden. Meine Damen und Herren, das Thema Heilfürsorge, das kann man so und so sehen. Aber dass es sozusagen, dass es der Weisheit letzter Schluss wäre, im Interesse der Beamtinnen und Beamten, das kann man angesichts dieser Fakten wirklich nicht sagen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ansprechen. Ja, in der Tat, wir haben gemerkt, dass die Abbrecherquoten bei den Anwärtern in einem Jahr, nicht ganz bei 10%, aber in einem Jahr so weit gestiegen waren, dass wir Sorge hatten, dass wir sämtliche Stellen auch wieder besetzen konnten. Deswegen haben wir unsere Politik im Hause verändert, dass wir Möglichkeiten geschaffen haben, dass Kolleginnen und Kollegen verlängern können. Sie gehen früher als in anderen Bundesländern in Ruhestand. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen dort Möglichkeiten schaffen, dass wir die Kollegen dann im Dienst erhalten, wo das erforderlich und notwendig ist, um den Bestand an Polizeivollzugsbeamten zu erhalten. Meine Damen und Herren, seien Sie mir nicht böse, Herr Kollege Greilich, es ist eine zukunftsgerichtete Diskussion, weil die Stellen, die wir geschaffen haben, die werden in der Zukunft sozusagen uns zur Verfügung stehen. Und am Ende, die Stellen, die wir geschaffen haben werden dazu führen, dass wir gegenüber dem Jahre 1999 über diesen Zeitraum 2000 Polizeivollzugsbedienstete im aktiven Dienst mehr haben werden als 1999. Das wird das Ergebnis sein. Und ich sage Ihnen, und diese 2000 mehr werden das Glück haben, nicht mit der Schreibmaschine umgehen zu müssen. Und sie werden auch genug Benzin haben, um am Ende mit ihren Fahrzeugen auszufahren. Das war alles 1999 nicht der Fall. Also, meine Damen und Herren, wir sorgen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Und wir sorgen gut für die Sicherheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Innenminister, ich kann nicht verstehen, dass Sie die Kritik Ihrer Beamtinnen und Beamten nicht ernst nehmen. Ich will es Ihnen noch einmal sagen. Wiesbadener Kurier vom 01.12.2016, das ist noch nicht so lange her, der Itzsteiner Polizeichef sagt, ich zitiere ihn, ich bin nicht dafür zu haben, am Ende alles schön zu reden, versichert er glaubhaft seinen Zuhörern und übt deutliche Kritik an der Personalpolitik in der hessischen Polizei. Zu wenig Polizeibeamte, zu viele Überstunden und zu starker Druck auf dem Einzelnen. Und das ohne Rücksicht auf die persönliche Situation der Kollegen, vor allem derer, die schon älter sind. Achtung, unmenschliche Anforderungen prangert Joachim Kilian an, kritisiert, dass der Beamte ausschließlich als Nummer im Dienstplan behandelt wird. Das sind die Zustände in Hessen bei hessischen Beamten, und Sie sagen kein Wort dazu, Herr Innenminister. Kein Wort. Kein Wort. Jetzt will ich Ihnen einmal etwas sagen zu den Vergleichen, die Sie immer mit der Bundespolizei hier nennen. Herr Innenminister, ich finde das unanständig, hier den Vergleich zu ziehen mit den Bundespolizeibeamtinnen und Beamten, die mit Sicherheit auch alle eine gute Arbeit leisten, sie abzuwerten, weil sie andere Besoldungsstufen sind. Die haben andere Aufgaben, vor allen Dingen im Objektschutz. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie sich hierher stellen und sagen, das sind 60% in den unteren Bereichen. Es ist auch wertvolle Arbeit, die da geleistet wird für unsere Sicherheit in diesem Land. Deswegen ist es nicht in Ordnung. Und Sie kommen einfach nicht umhin. Es gibt eine Tabelle, ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, der vergleicht in der A10 bei den Beamtinnen und Beamten im Verhältnis zum Bund. Hat der Beamte bei der Bundespolizei hat 437,81 € mehr im Monat. In Baden-Württemberg hat der Beamte 276,67 € mehr im Monat. In Bayern 170 €, in Bremen 142,52 € mehr, in Hamburg 179,04 € mehr im Monat, und in NRW sind es hiernach 216,78 € in der A10 ohne Zulagen. Das sind doch Fakten, Herr Innenminister. Sie werfen uns vor, wir würden hier keine Fakten benutzen. Das sind alles Fakten. Und ich sage es Ihnen noch einmal. Es war eine, und da muss ich dem Kollegen Greilich recht geben, es war eine CDU-allein geführte Regierung 2004, 2005 und 2006, die zu wenig Polizeibeamte eingestellt haben. Das hat sich ausgewirkt bis in dieses Jahr. Bis in dieses Jahr.
Und ich will es noch einmal sagen, das sind 2017 29 Stellen weniger, 2016 35 Stellen weniger. Das sind allein 87 Stellen weniger im letzten und diesem Jahr. Und Sie stellen sich hier hin, Herr Bauer, und sagen, hier wurde Polizei aufgebaut. Wo denn? Es ist nicht richtig. Nehmen Sie die Fakten endlich zur Kenntnis und tun Sie etwas. Ändern Sie es. Stellen Sie noch mehr Polizeibeamtinnen und Beamte ein für die wichtigen Aufgaben. Und vor allen Dingen tun Sie endlich etwas gegen den Frust bei den Polizeibeamtinnen und Beamten. Die Rahmenbedingungen sind derart schlecht, dass sich hier der Itzsteiner Polizeichef bei seiner Verabschiedung schon öffentlich hinstellt und so etwas sagt. Ich glaube, diejenigen, die sich in der Polizei ein bisschen auskennen, wissen, dass das letzte Mittel für einen Beamten in Hessen ist, sich öffentlich dazu zu äußern. Wir haben Ihnen heute sehr, sehr viele Beispiele dafür genannt, wie hoch der Frust und die Verärgerung ist. Deswegen ändern Sie endlich die Rahmenbedingungen und stimmen Sie unseren Anträgen zu. Machen Sie die Polizeizulage wieder ruhegehaltsfähig. Lassen Sie die Beamtinnen und Beamten an der Besoldung auch der Tarifbeschäftigten teilhaben. Behandeln Sie endlich die Beamten anständig. Das erhöht auch die Sicherheit in diesem Land. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 24 und 52 abgeschlossen. Soll der 52 direkt abgestimmt werden oder in Ausschuss? Gut, dann überweisen wir 24 und 52 in den INAB.